Schönen guten Abend zum abschließenden Vortrag von Sauerbruch-Hatten. Es war ja die Luisa leider alleine letzte Woche da und der Matthias ist auch leicht angeschlagen, aber ich hoffe, dass du es durchstehst heute. Und ich danke mal fürs Kommen und will mir jetzt in aller Öffentlichkeit für die tolle Zusammenarbeit mit euch bedanken. Ja, das Kompliment können wir nur zurückgeben. Also Arno ist ein fantastischer Gastgeber, Kurator, Herr Hausherr und es war eine wirkliche Freude, die Ausstellung hier zusammenzutragen und aufzubauen. Und ich glaube, unser ganzes Team freut sich auch jetzt, wenn sie kommen können am Wochenende, um wieder abzubauen. So, also wir sind ja ein Team und normalerweise geben wir trotzdem unsere Vorträge eigentlich eher einzeln, aber in manchen Fällen auch zusammen. Und in diesem Fall haben wir uns jetzt einfach geeinigt, dass wir das Material in der Mitte einfach trennen und ich jetzt anfange und dann Luisa übernimmt und beendet. Es hat aber keine symbolische Bedeutung irgendwelcher Art. Jetzt müssen wir mal gucken, ja, genau. Also die Bauwende, das ist ja ein allgemein bekannter Begriff. Uns geht es jetzt ein bisschen darum, diesen Moment in der Geschichte zu erfassen und zu verstehen und auch sozusagen für uns abzuleiten, was das denn bedeutet an möglichen Handlungsoptionen oder auch, sagen wir mal, notwendigen Schritten. Die Assoziation, die aufkommt, ist natürlich, wir haben 2023 und in 1923, also in den 20er Jahren des beginnenden 20. Jahrhunderts, hat sich ja unglaublich viel getan, also in eigentlich allen kulturellen Bereichen, auch politischen natürlich, aber eben auch in der Architektur. Also die sogenannte heroische Moderne ist ja sozusagen ein Produkt des Anfangs des 20. Jahrhunderts. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen, gibt es da jetzt Parallelen? Sind wir in einer ähnlichen Situation hier, was das 21. Jahrhundert betrifft? Gibt es hier Dinge, die wir lernen können, die übernehmen können? Oder sind wir auf einem ganz anderen Territorium unterwegs? Und ich habe die beiden Bilder natürlich als eine kleine Provokation ausgewählt. Der Pavillon de l'Esprit Nouveau von Le Corbusier war an sich ein Ausstellungspavillon in dieser Ausstellung der Art Décoratif in 1925. Ist aber gleichzeitig ein sozusagen 1:1 Modell einer Wohnung in einem Hochhaus der sogenannten Cité Radieuse. Also das war eine Stadtvision, die Le Corbusier formuliert hat für ganz Paris. Er wollte quasi die ganze Innenstadt abräumen und ersetzen mit solchen Hochhäusern, die ein ganz viel besseres Leben versprechen sollten, natürlich durchzogen durch Autostraßen und so weiter und so fort. Und das war jetzt sozusagen das Einstiegsmodell in Anführungszeichen, ein sogenanntes Maisonette, also ein zweigeschossiges, da kommt, glaube ich, sogar der Begriff her, zweigeschossiges Wohnmodul, mit einem großzügigen Balkon, auf dem dann auch sogar Bäume wachsen sollten und so weiter. Ausgestattet mit Möbeln von Charlotte Perriand, von ihm, und aber auch Bildern von Amédée Ausenfants, oder Corbusier und Ausenfants, auch als Malerkollegen, hatten sich ja dem Purismus verschrieben dieser Zeit. Und das Ganze war sozusagen als so eine Art von Paket für die Zukunft zu verstehen. Also eine Zukunft, die sozusagen eine gewisse Freizügigkeit erlaubt, eine gewisse Überlegenheit gegenüber der Natur. Also man macht seinen Garten in der 45. Etage. Dieser Purismus, die Vorstellung der Dinge, die Dinge zu vereinfachen, zu konzentrieren, sozusagen auf den Punkt zu bringen und damit das Leben wesentlich zu bereichern und voranzubringen. Das waren so die Anfänge in der Architektur jetzt, dieser sogenannten heroischen Moderne, oder wir nennen sie auch die erste Moderne.
Wobei dieser historische Abschnitt der Moderne natürlich zurückreicht bis in die Renaissance oder spätestens auch in der Architektur im 18. Jahrhundert, glaube ich, erscheint der Begriff zum ersten Mal. Aber hier, also sozusagen dann auch die Resultate, die ästhetischen Resultate, die wir sofort identifizieren können, die weißen Volumina etc., die Siedlungen, die Weißenhof-Siedlungen zum Beispiel und die ganze Berliner Siedlung, Tautsiedlung etc. etc., sehr erkennbar Produkte dieser Moderne, Produkte einer gewissen Aufbruchstimmung, einer sehr rationalisierten, effizient gedachten Zukunft. Und das Gegenbild ist natürlich ein bisschen unfair, weil ich gleich Äpfel mit Birnen hier, aber trotzdem, das ist im Ahrtal vor 2 Jahren, wo dieser Fluss eben über die Ufer getreten ist und die ganzen Städte zerstört hat. Und man sieht jetzt hier so diese Überbleibsel, alles, was halbwegs, also nicht ganz stabil mit dem Boden verbunden war, wurde weggeschwemmt und Bäume, Campingwagen, Autos und so weiter, alles zusammen. Und das ist natürlich irgendwo ein Sinnbild für vielleicht diese Situation, in der wir uns heute befinden, wo wir sozusagen unmissverständlich immer wieder jetzt signalisiert kriegen, dass wir doch an Grenzen stoßen, mit denen man eigentlich umgehen müsste. Ein Verdienst der Moderne oder der Mentalität der Architekten der Moderne war schon, dass sie sich als sozusagen Ingenieure der Gegenwart verstanden haben. Sie haben gemeint, dass man die Probleme der Gegenwart lösen müsse. Also zum Beispiel das Problem der Stadt. Also die sahen die Städte als vollkommen überfüllt und unhygienisch unwürdig. Deswegen diese Vorstellung von großen Satellitenstädten, natürlich eben mit Autos und so weiter und so fort verbunden. Also sie sahen sich als Gestalter, die aus Problemen sozusagen architektonische, urbane Qualität machen. Dass das nicht aufgegangen ist in vielen Fällen, wissen wir heute. Das ist natürlich, der Rückblick ist immer einfacher als der Vorblick. Und man könnte sagen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ja diese berühmten Architekturkongresse, der Congrès International d'Architecture Moderne, die versucht haben, so quasi Grundregeln festzulegen für den modernen Städtebau etc. Und da folgte aber schon in der, ich weiß nicht genau, es ist die Dubrovnik war, glaube ich, in der 11. oder sowas, weiß nicht mehr genau, Kongress, da gab es schon die ersten Protestbewegungen. Da gab es so eine Liga von jungen Architekten, Aldo van Eyck, de Smissens, Bakema etc., die sich geweigert haben gegen diese Orthodoxe der älteren Herren und die angefangen haben, diese Grundfesten der Moderne zu hinterfragen. Und das ging vor allem in den sozialen Bereich. Und deswegen spricht ein Soziologe wie Ulrich Beck zum Beispiel auch von der sogenannten zweiten Moderne, die sozusagen aus den ersten Ergebnissen und aus der Rückkopplung, aus der Reflexion der ersten Moderne sich verändert hat, bereits sozusagen versucht, die Probleme zu absorbieren und zu lösen natürlich, ohne diesen Anspruch, die Gegenwart zum Funktionieren zu bringen, aufzugeben. Und die Frage ist, ob wir jetzt uns möglicherweise an Beginn einer dritten Moderne befinden, die sozusagen vor allem mit den globalen Problemen sich auseinandersetzen muss, die wir im Augenblick haben. Und das ist im Grunde genommen der Gegenstand unserer Vorstellung heute Abend. Und das basiert ein bisschen auf 2 Dingen. Das eine ist die Ausstellung, die Sie hier sehen, die vorher schon in Mestre zu sehen war, in einem Museum, was wir dort gebaut haben. Und das andere ist ein Sonderheft der Architekturzeitschrift im Baumeister, in dem wir uns eben dieser Frage gewidmet haben, der Architektur der Bauwende. Die Ausstellung in Mestre hieß Draw, Love, Build. Und das sollte eine Art von sehr verkürzter Inhaltsangabe sein, also zeichnen, lieben und bauen, buchstäblich übersetzt, aber mit zeichnen war eigentlich gemeint konzipieren. Der Akt der Zeichnung ist ja so eine Art von Projektion von Ideen aufs Papier. Love hatte eigentlich was zu tun mit dem, was man hinterlässt, was man an die nächste Generation weitergibt, seien es nun die eigenen Kinder, Enkel oder Urenkel oder andere Leute,
Kinder, aber was hinterlassen wir eigentlich, inwieweit denken wir voraus? Und Bild hat was zu tun mit der Körperlichkeit dessen, was wir tun, also der Materialität, der Farbe, die bei uns eine gewisse Rolle spielt, der Räumlichkeit, dem Licht, die Oberflächen, die Akustik. Wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Die Ausstellung, die wir jetzt hier zeigen durften, ist eine Variation davon. Wir haben nicht ganz alles gezeigt, weil in Mestre hatten wir noch relativ viele Zeichnungen, für die wir jetzt hier keinen Platz hatten. Aber die Idee ist im Grunde genommen ähnlich. Wir haben so eine sehr konzentrierte Präsentation von jetzt nicht ganz allen, aber doch sehr vielen Projekten unserer etwas über 30-jährigen Karriere hier versammelt. Und es ist ein Angebot an Sie, sich das anzugucken. Sie haben ja mit diesen iPads dann jede Menge Informationen noch für diejenigen, die sich dafür interessieren. Also was weiß ich, Bilder, Fotos, Zeichnungen, Texte, Filme manchmal. Und es ist gleichzeitig vielleicht auch ein Moment, um so ein bisschen einzuhalten und zu überlegen, was ist das jetzt eigentlich alles? Wo führt das hin? Wo geht das? Was soll das? Wie tragen wir zum Beispiel der Frage der nächsten Generationen damit bei? Das sind ein paar Bilder hier. Wir haben es bewusst so eng gepackt und das ist also nicht weder chronologisch noch geografisch noch sonst irgendwie geordnet, sondern es ist eigentlich lediglich als eine Art von Skulptur im Raum entstanden. Wie gesagt, die Ordnung kommt dann rein, wenn man sich den iPad nimmt und diese Informationen durchgeht. Das hat durchaus auch Methode, weil letztlich entsteht natürlich so ein physischer Eindruck. Es ist klar, dass es nicht das wirkliche Gebäude ist, das geht nie, wir können die Gebäude nicht alle hier in die Galerie bringen, aber dennoch ist es quasi eine Art en Miniatur, ein haptisches, physisches Erlebnis. Und das ist unseres Erachtens eigentlich letztlich das Wichtigste, was Gebäude uns geben können. So eine wirklich, sagen wir mal, dreidimensionale, anfassbare Umgebung. Das ist die Information, die man sich eben dann dazu jeweils abrufen kann, wenn man möchte. So, der Baumeister war noch so ein bisschen eine andere Geschichte, oder es läuft parallel, wenn man so möchte. Wir wurden eben gefragt, ob wir das machen wollten, und dann haben wir uns überlegt, ja, okay, gerne machen wir, und haben innerhalb des Büros eine Art von Call for Papers gemacht. Wir haben gesagt, bitte bringt uns doch mal Kopien oder Scans oder weiß was ich, PDFs von Projekten, von denen ihr meint, die sind geeignet für die Bauwende oder die decken einen Aspekt ab, der in der Bauwende wichtig sein könnte. Und wir hatten dann bei uns im Büro, gibt es einen langen Flur, der war voll von vorne bis hinten mit lauter Bildern, und da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zurück, das sah dann so aus, und das haben wir dann versucht, ein bisschen nochmal zu sortieren. Das ist jetzt quasi auch die Kapitel unseres Vortrags, das heißt, es kommt gleich wieder. Das hier war nur nochmal, um Erinnerung zu rufen, worum es geht. Also wir haben, es weiß zwar jeder, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Das sind die tatsächliche, also hier geht es um Deutschland jetzt, hier geht es um den Klimagasausstoß, und hier sehen wir, wo wir sein sollten, 2030, und hier sehen wir, wo wir sind, und das ist nur auf Deutschland bezogen. Wenn man es auf die Welt bezieht, dann sieht man, ist das noch schlimmer. Also hier hat es ja wenigstens minimale Eindellen gegeben bei Covid etc., und insgesamt die Tendenz fallend, wenn auch nicht im entsprechend dramatischen Maße, aber global betrachtet geht natürlich die CO2-Ausstoß durch die Decke. Und das ist jetzt hier, da gibt es unterschiedliche Angaben dazu, also es geht auch bis zu 50%, aber jetzt in dieser Aussage vom Umweltbundesamt wird davon ausgegangen, dass 38%, also grob 40% davon mit dem Bauen zu tun haben. Und das ist eigentlich das Programm, was die Europäische Union sich für uns ausgedacht hat. Wir müssen hier irgendwo bei sogenannten Netto-Null ankommen. Und also kein Mensch weiß, wie man das erreichen soll. Was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass es hier verbunden ist mit einer globalen geografischen Lage. Das sind jetzt hier je nach Farbintensität die
Der ökologische Fußabdruck von einzelnen Bürgern dieser Länder, ökologischer Fußabdruck ist in diesem Fall Global Hectares per Person. Das heißt also, wie viel Hektar Land brauche ich jetzt beispielsweise, um mein Leben zu realisieren zu können. Also alles, was damit verbunden ist, Ernährung, Mobilität, mein Wohnhaus etc. etc. Und zur Verfügung steht für die gegenwärtige Bevölkerung 1,6 Global Hectares. Und wie man sehen kann, nur die hellrosanen sind erreichen diese Zahl, die eigentlich sozusagen für die Nachhaltigkeit des Planeten eigentlich erreicht werden müsste. Und je tiefer das Rot, desto größer. Es geht also bis zu hier das 6,7 Global Hectare per Person. Das ist also das, was ist das, Vierfache, Fünffache oder sowas. Ja. Die, also mal abgesehen von den Problemen des Klimawandels und der Wetterereignissen und all den Dingen, die wir jetzt ja schon miterleben, ist natürlich offensichtlich, dass hier auch eine wahnsinnige Ungerechtigkeit irgendwie drin ist in diesem Diagramm. Das heißt, wir leben hier in Europa, wir leben im Grunde genommen auf Kosten von Afrika, Indien und anderen Ländern, deren Profil sich natürlich in den nächsten Jahrzehnten auch verändern wird. Das heißt also, wir brauchen wirklich extreme Schritte, es muss wirklich eine Wende stattfinden. Und das wurde in Deutschland ja auch nochmal dadurch unterstützt, dass das Bundesverfassungsgericht die Regierung dazu verdonnert hat, ihre Programme einzuhalten, im Interesse sozusagen der nächsten Generation. Das heißt, sie haben im deutschen Grundgesetz verankert, dass die Politik oder der Staat sozusagen die nächste Generation im Blick haben muss. Und es gab Initiativen von jungen Leuten, die das vor das Gericht gebracht haben, und sie haben Recht bekommen. Das heißt im Grunde genommen, also im Sinne des Rechtsstaates ist das jetzt eigentlich eine offizielle Aufgabe geworden für die Politik und für alle anderen, die damit zu tun haben. So, zurück zu unserer Sammlung. Das war ja mehr oder weniger so eine spontane, wenn man so möchte, sicherlich nicht vollständige, aber trotzdem instruktive Aktion. Und wir haben das versucht zu kategorisieren. Und ich fange mal mit den ersten paar Kategorien an. Landscape und Infrastructure. Wir haben eigentlich zweifelsohne mittlerweile keine Städte mehr, die man wirklich begrenzen kann, die einfach irgendwo anfangen und irgendwo aufhören, sondern im Grunde genommen in Europa zumindest leben wir in Netzen, in urbanen Netzen, die verdichtet sind, die manchmal dichter sind und manchmal weniger dicht. Das ist hier eine wunderbare Zeichnung von Leonardo Benevolo, der König des Städtebaus. Von dem gibt es so ein dickes Buch über den klassischen europäischen Städtebau. Und das ist ja nun genau das Gegenteil. Das ist eigentlich das, was als amerikanischer Städtebau betrachtet wurde. Nur, dass Amerika natürlich deutlich viel größer ist und alles viel weiter auseinandergezogen ist, während wir hier eben doch recht verdichtete Netzwerke haben. Und das ist hier der Veneto, wo wir Venedig, also die Insel, eigentlich sozusagen, ist das ja sozusagen der Urtyp, der Archetyp der europäischen Stadt, im Grunde genommen nur noch als eine Art von Tourist Destination haben. Also mittlerweile leben auf der Insel ja nur noch ca. 40.000 Personen, also Venezianer, und auf dem Festland ungefähr 250.000. Trotzdem sind da bis zu 1,5 Millionen Personen auf der Insel täglich, die halt mit allen möglichen Verkehrsmitteln reingebracht werden. Und wir haben hier eine ganze, wie soll ich sagen, so eine Zwischenstadt, würde Tom Sievert sagen, also solche Situationen, die räumlich und architektonisch nicht besonders definiert sind, in denen aber wahnsinnig viel stattfindet. Also das ist hier eine Region, die Italiener nennen das Trepave, zwischen Treviso, Padua und Venezia, hier dieses Dreieck, da passiert, glaube ich, 60% des Bruttosozialprodukts in Italien. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr aktive wirtschaftlich aktive Region. Und dann gibt es, muss man sagen, einen sehr guten Flughafen hier in Venedig mit Direktflügen nach überall hin, nach New York, nach Los Angeles, nach Peking, nach weiß ich wohin. Viel besser als der Berliner Flughafen. Es gibt Autobahnanschlüsse an das italienisch-europäische Netz und es gibt den
diesen Hoch, den Frecce Rossa, den, also diesen Hoch, dieses ICE oder TGV-Typ Zug, der hier Venedig mit ganz Europa verbindet. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer Situation zu tun, die eher typisch ist für das 21. Jahrhundert. Und ich glaube, wir als Architekten, als Stadtplaner, als weiß ich was, Leute, die sich mit der gebauten Umwelt auseinandersetzen, müssen das akzeptieren und verinnerlichen. Und was damit einhergeht, sind natürlich jede Menge Aufgaben, die mit der Infrastruktur zu tun haben, die eigentlich letztlich auch Gestaltungsaufgaben sind. Das heißt also, wie so eine ICE-Strecke zusammen jetzt hier mit einer Autobahn sich durch die Landschaft zieht, wie städtische Situationen mit Autoinfrastruktur etc. Gestaltet werden können, wie ein Gebäude sich da wiederfindet. Zusätzliche Infrastrukturen zu denen, die wir schon kennen, dass wir jetzt also ganz massiv für alternative Energien Kraftwerke bauen werden müssen, die raumgreifend sind, die Flächen in Anspruch nehmen, die jetzt gerade wie diese Windkraftanlagen natürlich auch die Landschaft sehr stark beeinflussen. Das sind alles Themen, die eigentlich in den Gestaltungsraum der gebauten Umwelt gehört. Dasselbe gilt natürlich für Einrichtungen der touristischen Infrastruktur. Hier dieses Extrembeispiel in Venedig, das geht inzwischen ja nicht mehr. Die haben jetzt eine Anlegestelle in Marghera eingerichtet, aber trotzdem diese Konflikte, die eben zur Realität gehören, dass jetzt plötzlich 3.500 chinesische Touristen irgendwie auf Venedig niederprasseln am Morgen und am Abend wieder gehen, das sind eigentlich alles Themen, die zu unserer Gegenwart gehören. Und wir haben jetzt versucht, das natürlich auch so ein bisschen jetzt mit unseren Projekten zu verbinden, die über hier irgendwo stehen und zu sehen sind. Und das ist jetzt, sagen wir mal, auf einer relativ bescheidenen Ebene, das ist ein großer Verwaltungsbau, es ist ein öffentlicher Verwaltungsbau, das ist die Behörde für Stadtentwicklung und Umweltschutz in Hamburg, die eben in so einer, die sich schon ein bisschen außerhalb befindet und die in so einer Infrastruktur, in so einer Netzsituation verankert ist. Man sieht, es gibt hier eine große Bahntrasse und mittlerweile hier auch eine Autobahn, die hier entlang fährt. Und hier ist eine normale Stadtstraße. Und das Gebäude verhält sich eben sehr dezidiert zu diesen verschiedenen städtischen Bedingungen, also öffnet sich oder schließt sich, macht Angebote, Programmangebote oder keine Angebote, schützt sich vor Lärm, öffnet sich für Blicke und so weiter und so fort. Also das sind schon, sagen wir mal, andere Kriterien des städtischen Denkens, als wir das von Camillo Sitte oder was weiß ich, wie die alle heißen, die europäischen Vorbilder so gewohnt sind. Und was noch dazu kommt, ist, dass natürlich diese Netze auch die Tendenz haben, sehr gleichmäßig zu sein. Das heißt, die breiten sich aus über die Landschaft und die Hierarchisierung unterschiedlicher Elemente fängt an, schwer zu fallen. Und da sind natürlich die historischen Stadtzentren sind zunächst mal definitiv so Foki, in denen sozusagen das soziale Leben zusammenkommt, aber das gilt eben im verstärkten Maße auch nicht mehr, insofern als das urbane, das städtische Leben mehr und mehr eben im Internet, in Medien und so weiter stattfindet. Und wir beobachten können, also selbst in Städten wie in Paris oder so, dass der Einzelhandel stark zurückgeht. In Berlin, wenn man in der Innenstadt ist, wundert man sich, wie viele Läden leer stehen, wie das urbane Leben leidet. Und eine Stadt wie Mestre, das gehört zu Venedig, also Venedig hat fünf Bezirke, Mestre ist der größte davon, hat eigentlich noch alle Elemente des europäischen Städtebaus. Da gibt es die Piazza, da gibt es den Duomo, da gibt es die ganze Bebauung. Die Leute kommen abends und gehen auf ihren Giro und treffen die ganzen Nachbarn und man denkt irgendwie alles wunderbar. Und wenn man genauer hinguckt, ist es die höchste Dichte an Migration in Europa. Das heißt, es gibt unglaublich viele Migranten, die alle so halb legal unter der Oberfläche leben und natürlich in der Hotellerie und Gastronomie auf der Insel arbeiten, die nicht wirklich integriert sind. Es gibt eine sehr starke Alterung der Gesellschaft und. Also das heißt, jede Menge Probleme, denen man sozusagen entgegenwirken muss. Und deswegen der Versuch jetzt mit einem Museum, es ist ja eigentlich ein Geschichtsmuseum, was hier
was wir hier in einem Wettbewerb gewonnen haben, mit einem Museum auch einen Ort zu schaffen, der der Stadt Angebote macht, wo die Stadt sozusagen ihre soziale Pflicht, wenn man so möchte, oder jetzt auch soziales Potenzial entfalten kann. Das ist, zeigt so ein bisschen, also wir haben diesen Wettbewerb damals wahrscheinlich gewonnen, weil wir eben so eine diagonale Durchwegung durch das Gelände vorgeschlagen haben. Das war ein Militärgelände hier, das war geschlossen für die Öffentlichkeit. Und mit dem Wettbewerb oder dem Ergebnis des Wettbewerbs wurde das geöffnet. Und das ist das eigentliche Museum. Und hier gibt es dann so eine Art von Verwaltungsbau, die sind unterirdisch miteinander verbunden. Und es entsteht so, so ein Durchgang und eine kleine neue Piazza. Und sozusagen von dieser Durchgangsdiagonale aus einsehbar dann Angebote, wie zum Beispiel dieser Mehrzwecksaal, der auch wirklich sehr viel genutzt wird, mit allen möglichen Möglichkeiten für Musik oder für Filmprojektionen oder Vorträge und so weiter und so fort. Aber uns war es extrem wichtig, dass das verbunden ist mit der Straße, dass die Straße Leben erfährt, selbst wenn die Läden, die mittlerweile, also den hier gibt es zum Beispiel im Augenblick schon nicht mehr, wenn die Läden wirklich Schwierigkeiten haben mit dem Überleben. Das ist ein ehemaliges Konvent, was jetzt keine großartige Architektur war, aber wir haben das wieder hergerichtet, es war vollkommen zerstört und haben hier so einen Hof, eine Überdachung hergestellt, damit im Sommer geschützt ist vor Sonne und Regen im Winter. Und das wird sehr stark genutzt, also hier gibt es so einen Markt am Wochenende und wie man sehen kann, jede Menge Veranstaltungen von irgendwelchen Vereinen und so weiter. Und hier auch wieder der Versuch, das Erdgeschoss so offen wie möglich zu lassen, damit man reinguckt und dass die Straße eben erweitert wird. Das passt in das Thema Städte zum Wohnen, Städte für den Aufenthalt hinein. Also wir waren heute Morgen in der, du musst mir nochmal helfen, Arno, die Kirche, die erste Kirche, wie ist der Architekt nochmal? Spitalskirche. Da war innen drin, war eine Dokumentation von der Eröffnung, es waren Fotos, man sah. Sag's nochmal. Genau. Da sah man also alle Männer mit Koteletten und so, breite Hosen und so, 70er Jahre irgendwie. Und da gab es ein Schild oder ein schön geschriebenes Dokument, da stand: Die Stadt muss Orte zum Beten anbieten, die Stadt muss Orte zum Wohnen anbieten, die Stadt muss Orte zum Arbeiten anbieten. Und das ist so im Grunde genommen die Denke des modernen Städtebaus. Und eigentlich muss die Stadt heute noch viel mehr angesichts der Tatsache, dass wir ja sehr, sehr viele Menschen haben, die nicht regelmäßigen Arbeitsverhältnissen sind, dazu jetzt noch Homeoffice und was weiß ich alles dazu kommt, muss die Stadt eigentlich an vielen Stellen und immer wieder Gelegenheit bieten für sozialen Austausch, für das Zusammentreffen von Menschen, für weiß ich was, alle möglichen Angebote, seien es kulturelle Bildungsangebote etc. etc. Und wenn immer was entsteht, wie zum Beispiel ein Museum, muss das eigentlich diesen Nebeneffekt haben, dass in diesem Netz Knoten entstehen, an denen wirklich auch was passieren kann. Das sind jetzt hier so Beispiele, die wir aus unserem Heft hatten. Das Kulturhuset in Stockholm, der Vorläufer vom Centre Pompidou. Hier das Centre Pompidou, das ist hier das Museum in Sao Paulo von Lina Bobardi. Und hier die Oper in Oslo, wo man auf das Dach klettern kann und sich da die Stadt angucken. Und wir haben auch ein Projekt, was im Augenblick leider ruht, aber hoffentlich wieder aufgenommen wird. Das ist ein Messegelände in Thessaloniki. Ganz tolle Stadt für diejenigen, die da nie waren, kann ich das sehr empfehlen. Das ist mittendrin, das ist so der historische Kern von Thessaloniki, das ist die Erweiterung 19. Jahrhundert, da gibt es einen Hafen und sowas. Und das hier wird es dann geht schon über in mehr so Vorstadtsituationen. Das ist mittendrin, gibt es ein Gelände, was als seit den 20er Jahren als Messegelände genutzt wurde und immer wieder sich erweitert hat durch kleine Pavillonbauten und jetzt irgendwie total im Chaos versinkt. Und da gab es einen Wettbewerb, also das ist jetzt so eine Art von Fußabdruck, ein Wettbewerb, da ging es darum, mehr Flächen zu schaffen, aber gleichzeitig die Flächen so zu rationalisieren, dass mehr
Fläche entsteht, mehr offene Fläche und dass dieses Gelände, das sehr ungewöhnlich ist, normalerweise ist es sowas beim Flughafen oder sonst irgendwo außerhalb der Stadt, integriert werden kann in ins städtische Leben. Und es wird ein sehr großer neuer Park entstehen, den wir mit Neil Porter in London zusammen entwickeln und eben diese großen Hallen, in denen die natürlich dann nach zeitgenössischen Erwartungen ausgelegt werden, auch was die ganze Energiebilanz betrifft, aber auch in puncto Nutzung. Also die haben nur ungefähr 200 Tage im Jahr Ausstellung. Das heißt, es gibt also 100 Tage, wo man die Hallen auch für kulturelle Veranstaltungen beispielsweise nutzen kann. Das heißt also in der Frage, das kommt gleich noch, bauen oder nicht bauen, dürfen wir Bestehendes überhaupt noch abreißen, darf man das ersetzen durch Neues? In diesem Fall würden wir argumentieren, muss man sogar, weil das, was vorhanden ist, im Grunde genommen sehr ineffizient ist in jeder Hinsicht, also sowohl operativ als auch ökologisch und energetisch. Und wenn es die Gelegenheit gibt, neue wirklich Orte zu schaffen, in denen langfristig urbanes Leben zwischen den Menschen ermöglicht werden kann, dann muss man diese Gelegenheiten ergreifen. Also es geht um die Entsiegelung. Sie wissen alle, dass die Biokapazität in der Stadt teilweise größer ist als auf dem Land. Das heißt, wir haben mehr Artenreichtum in Parks und sozusagen Restgrünflächen in den Städten als vor allem in der industriellen Landwirtschaft. Und dementsprechend natürlich der Trend eben in den Städten, auch überall, wo es geht, auch in den unmöglichen Stellen hier, revitalisieren oder zu begrünen, sozusagen das Grün wieder in die Stadt zu holen, bis hin zu dem Turm von Stefano Boeri da in Mailand. Ob das jetzt im Einzelnen schon als einzelne Maßnahme immer schon die effizienteste der effizienteste Schritt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man kann es definitiv als eine Art von Tendenz betrachten. Eigentlich umgekehrte Tendenz von diesem historischen, klassischen Narrativ, wo es darum ging, die Natur zu bändigen und zur Architektur zu machen, geht es jetzt eigentlich darum, die Architektur wieder zu verwildern zu lassen, sozusagen. Also auch natürlich ästhetisch, also es verliert ja seine Form. Ne? Es wird also eine Art von unbestimmter Masse, wenn man so möchte, die klassischen Vorstellungen von Volumen, die in der Sonne ihre Pracht entfalten, natürlich auf den Kopf stellt. Auch Straßenräume, also das ist jetzt so eine Situation in Berlin, das haben wir als mal eine Hypothese gemacht für eine Ausstellung. Straßenräume werden sich hoffentlich verändern. Wir haben überall jetzt schon Rückbau, Fahrradwege werden verbreitert etc. Und hoffentlich mit selbstfahrenden Service und so weiter und so fort wird man mehr Platz auch für den Aufenthalt haben. Das ist ein Projekt, was wir in Genf gerade realisiert haben. Da haben wir zum ersten Mal auch diese Fassadenbegrünung ernsthaft betrieben. Das ist jetzt hier noch so ganz am Anfang, das ist inzwischen schon sehr viel dichter begrünt. Und wir sind eigentlich, muss ich sagen, angenehm überrascht von den Ergebnissen. Also es ist tatsächlich so, dass die Innenräume durch diese Pflanzen, die man dann vor dem Fenster hat, eine ganz andere Atmosphäre und irgendwie Aufenthaltsqualität bekommen. Das ist ein interessantes Gebäude auch, weil Médecins Sans Frontières, die haben eine sehr lockere, sehr flexible Arbeitsstruktur. Die bilden immer Teams, die sich dann wieder auflösen, je nach Notfall und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das ein Gebäude, was so einen äußeren Ring hat von mehr oder weniger definierten Büroarbeitsbereichen. Und in der Mitte ist eine total flexible Zone, die auch mit einer offenen Treppe von oben nach unten geht, wo sich alles mischt, Arbeitsplatz, Küche, Kaffee, Telefongespräch, Videokonferenz und so weiter und so fort. Das ist also ein bisschen wie so eine Art von Piazza hier in der Mitte über mehrere Etagen. Und eine interessante Formation, was jetzt das Arbeiten betrifft. Also zumal eben, wie gesagt, viele jetzt auch zu Hause arbeiten. Ich meine, die sind sowieso mit ihren Leuten verbunden, die irgendwo in Afrika sitzen oder sonst was. Aber
Das Bürogebäude ist eine Art von Destination Point geworden, das ist nicht mehr unbedingt so eine Infrastruktur. So, ein anderer Aspekt, der sicherlich zunehmend eine Rolle spielt, wir sind ja schon seit Jahrzehnten eigentlich jetzt dabei, zu sagen, wir müssen anständigen Sonnenschutz haben, wir müssen unsere Gebäude vernünftig dämmen, wir müssen auf die, was weiß ich, Orientierung, Sonnenorientierung eingehen, wir können keine Glashochhäuser einfach in die Stadt, hier zum Beispiel, ne? Klar, große Grasflächen in die Süd, auf die Südseite und sowas, jedenfalls in Neubauten würden wir das nicht mehr machen. Aber es gibt natürlich eine Geschichte von, was wir klimatomorphe Architektur nennen, also solcher, die versucht, mit dem Wetter, mit dem Klima umzugehen. Das ist jetzt ja von Dücker hier das Sonnenstrahl aus den 20er Jahren, Sanatorium, die haben versucht, natürlich das Sonnenlicht reinzubringen. Und hatten das, also Licht, Luft, Sonne, Freiheit war also das Motto und man hat versucht, eben eine Architektur zu machen, die das Wetter einlässt, die Sonne reinlässt, das Licht reinlässt. Hier unten ist ein Extrembeispiel von der Casa Girasole in Italien, die sich mit der Sonne dreht, die einmal am Tag sozusagen eine 360-Grad-Wendung vollführt und oben ein historisches Beispiel von einem Tudor Landhaus in London, was in England, was auch sehr großzügig verglast ist, um quasi eine Art von Sommerraum herzustellen. Und natürlich das Gegenteil, also wir schützen uns jetzt zunehmend eigentlich mehr gegen die Sonne, es ist eher zum Problem geworden als zum Quelle der Freude und der Gesundheit, Hautkrebs und Überhitzung und was weiß ich was alles. Und da gibt es natürlich auch eine klassische Tradition von Sonnenschutzeinrichtungen, die eigentlich in der Architektursprache wieder eine Rolle spielen sollten. Hier Lacaton-Vassal jetzt nur mal als ein Beispiel, haben das dann benutzt, um nochmal eine Raumzone einzuführen, die dann so ein Zwischenklima hat und sozusagen aus der Not eine räumliche Tugend zu machen. Pardon, ich habe den falschen Knopf gedrückt. In unserem Werk, das ist so das erste Projekt, was wir eben, mit dem wir das Büro begonnen haben, diese Erweiterung der GSW-Hauptverwaltung, das ist ein Gebäude aus den 50er Jahren hier und wir haben das ergänzt durch diesen Flachbau, diesen Aufbau und diese Scheibe hier und da gibt es viel dazu zu sagen, da können wir eine ganze Vorlesung dazu bestreiten, aber ein Aspekt jetzt im Kontext dieser Frage, wie schlägt sich diese Bauwende, wie schlägt sich das neue Verhältnis zur Umwelt, wie schlägt sich der neue Umgang mit Materialien oder sowas auch ästhetisch und im Stadtraum wie nieder, ist hier halt der Beitrag, dass wir eine Fassade haben, die Sonnenschutzelemente hat, die von jedem Einzelnen bedient werden können und im Winter eben so aussieht und im Sommer so oder morgens so und am Nachmittag so. Das heißt, wir haben versucht, diese Funktion des Sich-Schützens oder des Eingehens auf das Sonnenlicht auch zu einer ästhetischen Komponente werden zu lassen. Es hat jetzt gerade, war jetzt gerade bedroht vom Umbau. Es hat mehrfach die Hände gewechselt leider und wir hoffen und denken, dass wir jetzt gerade davon abwenden konnten, dass das alles abgebaut wird und hoffen, dass wir es jetzt renovieren können. Also hier sieht man nochmal, wie das funktioniert. Wie gesagt, das ist nochmal eine längere Geschichte. Das ist eine sogenannte Konvektionsfassade, also die ist doppelschichtig, einen Meter tief und die geht über 80 Meter hoch und da drin heizt sich die Sonne auf. Das ist die Westseite und durch diese Hitze, durch das Differential zwischen der Temperatur unten und der Temperatur oben entsteht ein Kamineffekt und der Kamineffekt, der zieht die Luft durchs Gebäude. Also wenn man jetzt hier ein Fenster öffnet oder so, wird die Luft durch die Etage durchgezogen nach oben. Das heißt, die Luftbewegung geht immer nur in eine Richtung. Und man muss das Fenster nur ganz minimal aufmachen und man bekommt schon eine sehr angenehme Luftbewegung. Das hat sehr gut funktioniert. Das Haus hat andere Probleme gehabt, aber diese Doppelfassade hat sehr gut funktioniert. Mit der einen Ausnahme, nämlich, dass man natürlich niemals viel weniger als die Außentemperatur erreichen kann. Das heißt, wenn es außen 30 Grad hat, dann ist es innen natürlich auch 30 Grad, weil wir haben keine Kühlung da drin oder nur eine Notkühlung. Und die Logik war, dass man das Fenster öffnet und dann hat diesen Luftdurchzug und da man bei 30 Grad natürlich schwitzt, hat man auch eine feuchte Haut und der Luftdurchzug, der lässt einen
lässt das Gefühl von Kühle aufkommen. Also objektiv sind die Temperaturen so wie draußen, aber subjektiv fühlt es sich kühl an. Und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben dann auch noch Decken und so, die sich über Nacht abkühlen und dann ihre Speichermasse tagsüber entladen. Aber da gab es dann wieder solche Kollegen. Also wie gesagt, es hat mehrfach den Nutzer und auch den Besitzer gewechselt. Und dann gab es dann eben solche Vorstellungen, dass so ein Bürogebäude eine Kühlung haben muss. Und jetzt ist eine Kühlung eingebaut worden, was wirklich eine Schande ist. Und wir hoffen, dass wir die früher oder später wieder rauskriegen. Das Ganze ist auch noch betrieben durch ein Venturi-Dach. Also da oben gibt es ein großes Segel drauf. Und da entsteht hier unter dem, also das ist das Ende der Doppelfassade. Und hier unter diesem Flügel entsteht ein Unterdruck. Und das hilft nochmal die Kaminwirkung an Tagen, wo nicht viel Sonne ist oder sowas, zu unterstützen. Das sind Techniken, die sind überhaupt nicht neu. Also man kennt das aus heißen Klimata, das im Nahen Osten, teilweise im Iran, die sogenannten Bagdire. Da hat man einfach die Konvektion genutzt und hat versucht, die Kühle aus dem Boden rauszuholen, also Löcher in die Erde gegraben und vielleicht Brunnen angelegt. Und hat versucht, die kühle Luft durchs Haus durchzuziehen. Das ist jetzt hier ein Projekt von Zvi Hecker, der leider Gottes vor wenigen Wochen verstorben ist. Israelischer Architekt, großartiger Architekt. Das ist ein Rathaus in Ramat Gan, ja, genau. Und der hat das auch probiert, also so ein Innenhof mit so einer Querlüftung, die sehr Gaudiesk quasi dann als Skulpturen entwickelt. Und hier ist das, sage ich mal, in einer etwas anderen Form, etwas abgewandten Form auch nochmal durchexerziert worden. Das heißt also, wir haben hier eine Fassade entwickelt, die quasi porös ist, die sich öffnen kann, wo die Luft durchfließt, wo man ohne technischen Aufwand fließen kann. Und was für die Sonne gilt und für den Wind oder die Querlüftung gilt, gilt natürlich auch fürs Wasser. Also dieses in Mestre, das Dach hier ist auch gleichzeitig ein Trichter. Das Wasser wird hier abgeleitet, hier unten drunter ist eine riesige Zisterne und das Wasser wird gesammelt und dann halt verwendet zum Reinigen und für Gartenanlagen und so weiter und so fort. Diese Themen überhaupt auch zum ästhetischen Ereignis zu machen, ist eigentlich auch was wir uns vorgenommen haben. Wir haben jetzt auch gerade ein Projekt, wo wir hoffen, das umsetzen zu können. Also beispielsweise eben wie in diesen klassischen römischen Villen, wo es dann so ein Pluvium gab und wenn es regnet, dann dass der Regen da reinfällt und das natürlich auch akustisch und temperaturmäßig und so weiter zu einer wunderbaren Situation beiträgt. So, und dann gibt es natürlich das große Thema erneuerbare Energien und ich habe ja vorhin schon gezeigt, wozu das führt. Riesige Flächen, die mit Photovoltaik abgedeckt sind, riesige Windparks, die Landschaft doch stark beeinträchtigen. Und da kommt natürlich der Gedanke auf, können wir das nicht dezentral lösen? Können wir nicht an den Häusern selber sozusagen die Energiequelle suchen? Und das betrifft natürlich in erster Linie Geothermie und Photovoltaik. Und wir haben so ein paar Beispiele, wo wir das durchexerziert haben. Das ist von 2005 das Umweltbundesamt. Da gibt es also nicht nur alle Arten von Sonnenkollektoren, sondern da gibt es auch vor allem ein Geothermie, also ein Labyrinth von 7 Kilometer Rohren, die in die Erde eingelegt sind. Man sieht hier oben den Verlegeplan und da wird die Luft durchgeschickt. Hier ist eine Öffnung davon. Da wird die Luft durchgeschickt und im Sommer kühlt die sich total ab, weil es gibt ungefähr so 16 Grad im Erdboden und die wird eben auf dieses Labyrinth geschickt und kühlt sich dann ab. Und das Gebäude kommt vollkommen ohne Kühlung aus. Das ist echt super, funktioniert ganz toll. Und dasselbe gilt für den Winter, also das auch. 16 Grad ist ja dann eine Vorheizung. Natürlich sind dann da irgendwie 20 Grad im Gebäude, aber man nutzt eben die Wärme und reduziert dadurch den Fußabdruck. Photovoltaik-Elemente unterzubringen an Gebäuden ist extrem schwierig. Wir haben heute noch ein Beispiel gesehen an der Inn, was, sagen wir mal, bis zu einem gewissen Grad ganz gut gelungen ist, finde ich. Das Problem ist, die haben halt immer die Anmutung von technischen Anlagen. Das heißt, man sozusagen die Vorstellung, dass man so als eine Art von Verkleidung verkaufen kann oder eine Art von Gebäudeoberfläche ist schwierig, finde ich. Aber wir basteln alle daran rum. Hier oben von Bjerke Ingels gibt es so ein
So ein Google Headquarter ist das, glaube ich, irgendwo in Kalifornien. Da haben sie solche Fliesen entdeckt, so Dachplatten irgendwie entwickelt. Ich habe keine Ahnung, wie gut die funktionieren, aber sowas wäre natürlich klasse, wenn es wirklich was bringen würde. Wir haben ein Projekt, was im Augenblick auf dem Schreibtisch ist. Das ist im Alexanderplatz in Berlin. Der Alexanderplatz ist so einer von den Torplätzen hier, das ist die Innenstadt von Berlin. Hier ist einer von den Torplätzen gewesen und im 20. Jahrhundert ein schwerer Verkehrsmittelpunkt. Es gibt einen berühmten Wettbewerb, den Sie wahrscheinlich alle vor Augen haben, weil die Arbeit von der Beitrag von Mies van der Rohe war Vorbild für viele spätere Entwürfe, nicht nur von ihm, sondern auch von anderen. Das ist der eigentliche Gewinner, das ist von den Gebrüdern Lugard. Und man sieht, also, wie gesagt, das ist ja eine Mauer gewesen, eine Akzisemauer, also nur eine Steuermauer. Und hier der Vorplatz, wo Güter eben umgeladen wurden. Und hier gab es dieses sogenannte Königstor zu dem Zeitpunkt. Und dieses Tor wurde hier übergroß sozusagen sublimiert, wenn man so möchte, in einen Entwurf, der die Horizontale und damit die Dynamik und die Geschwindigkeit, also wie gesagt, wir reden von den 1920ern, ein typisch moderner Entwurf, der versucht eben die Phänomene der Gegenwart, die Mechanisierung und so weiter auch in die Architektur zu übertragen. Das wurde natürlich beschädigt im Krieg und das ist jetzt der Wiederaufbau während der DDR-Zeiten. Da sieht man das Tor hier unten, das sind die Bauten von Peter Behrens mit diesen Leuchtlinien hier, die sind repariert worden, aber das ist natürlich alles DDR-Architektur, das Haus des Lehrers, das Haus der Statistik, das Haus der Elektrotechnik, das Hotel Stadt Berlin, das Kongresszentrum und so weiter. Und das ist hier die Karl-Marx-Allee. Also sagen wir mal, ein extrem wichtiger Punkt für das war ja die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik Berlin, also sozusagen eigentlich der Fokuspunkt der DDR. Und dazu gab es dann einen Postwende-städtebaulichen Entwurf, einen Wettbewerb, der mit diesem Entwurf gewonnen wurde, wo das praktisch alles weggeräumt wird. Also da ist kaum noch eins, eigentlich gar kein. Hier sieht man noch den Behrens, die sind quasi zur Referenz geworden. Aber das Haus des Lehrers, das Haus der Elektrotechnik, alles weg und alles ersetzt mit so einer Art von Rockefeller Center, weiß ich was, was eigentlich nicht so ganz klar war, was es sein sollte. Also es ist schon so eine Art von neoliberalem Traum von einer sehr urbanen, in sehr kommerziellen Situation mit wahrscheinlich Bürogebäuden, wie man das vielleicht aus Teilen von New York kennt oder so und dann diesen Türmen. Es war also so ein bisschen, im Grunde genommen eigentlich aus meiner Sicht, so ein bisschen aus der Perspektive der kleineren Stadt irgendwie Wunschdenken. Und das hat sich auch nicht durchgesetzt. Glücklicherweise hat der Markt darauf gar nicht reagiert. Es gab gar nicht genügend Investoren. Und das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen kann. Aber ironischerweise sind ausgerechnet an diesem Grundstück hier, wo wir jetzt den Wettbewerb gewonnen haben, hat sich dieser Masterplan bestätigt. Alle anderen Grundstücke haben sich verändert, ausgerechnet hier nicht. Und wir haben dann versucht, darauf einzugehen, sowohl den Masterplan als auch das, was wir fanden, also insbesondere wieder diese Behrensbauten. Hier sieht man diese Glaslinien da. Er hat einen tollen Dachgarten gehabt mit Tanztee und sowas. Und wir haben da eine Art von Sockel, also das kommt aus dem Masterplan, Sockelarchitektur und eine Turmarchitektur, die sich dann durchdringen entwickelt, die sich stark dann versucht, darauf zu beziehen. Das ist jetzt eine Wohnbebauung und die quasi von der Dimension und von der Größe und so weiter auf diese Platzrandbebauung eingeht und dahinter an der Alexanderstraße dann ein Turm, der auch, also in dem Call-off-Plan waren, die Türme sollten 150 Meter hoch sein, das ist nur noch 120 Meter hoch aus verschiedensten Gründen. Wir haben dann vorgeschlagen, das zu trennen, also das zwei Volumina draus zu machen und damit so wieder so eine gewisse Grazilität, eine gewisse Eleganz da reinzubringen. Und die
eigentliche Fassade, deswegen ist das in diesem Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien platziert, besteht aus einer Art von Klimagrenze, das heißt einer Verglasung, und dann davor einem Gerüst, wenn man so möchte, einer Armatur, auf der Photovoltaikpaneele angebracht sind und gleichzeitig die ganzen Sonnenschutzeinrichtungen. Und hier gibt es auch nochmal eine Lüftungsöffnung zwischen diesen Filtern. Das ist jetzt mehr oder weniger durch Zufall entstanden, dass daraus eine Architektur wurde, die sich eigentlich, die sehr stark an den Bestand anknüpft. Das heißt, hier werden Motive aus das ist das Haus des Berliner Verlags hier, beispielsweise, oder das ist das Haus des Reisens und das ist das ehemalige Zentrum Warenhaus. Also, dass da Themen wieder aufgerufen werden, die sozusagen historisch vorhanden waren. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, mit diesem kleinen Exkurs in die Geschichte, dass wir natürlich uns immer auf irgendwelchen Boden befinden, der von anderen begangen wurde, wo Reste zu finden sind, wo kulturelle Zusammenhänge bestehen, die wir versuchen aufzugreifen, aber gleichzeitig vorzutragen. Und das Vortragen in diesem Fall ist eben jetzt diese Photovoltaik, also eine gut verschattete, aber auch eine Photovoltaikfassade, die dazu beitragen wird, das Gebäude bis zu einem gewissen Grad zumindest mit Elektrizität zu versorgen. Ähnliche Versuche hatten wir mit Windqualität in Wettbewerben versucht, sind damit aber nie zum Ergebnis gekommen, leider. So, jetzt übergebe ich an Luisa. Thank you. So we're in the middle of the second theme of the, the exhibition in Mestre with the title "Draw Love Build." But don't worry, I don't have too many slides, and we'll come to a conclusion. Hopefully, have some questions from the audience. So Matthias described love in terms of what one is handing on to the next generation. I also think in terms of architecture, it's to do with the love and respect. Well, it's the love and respect of the buildings that you find that you want to reuse, both on a cultural level and also on a material and physical level. A couple of examples through history in terms of reuse, obviously in the Forum or in Sicily, a lot of you probably know this used to be a Roman temple, how do you use this thing, that was changed to a Catholic church, and here in Cordoba, the example that you all know, or how Statistic in Berlin that's been squatted in, or this fantastic former cement factory that Bofill turned into a home, or people using the infrastructural space, you could say, under the Hong Kong Shanghai Bank in the way they saw fitting. In terms of energy, this was the situation roughly at the time when we constructed or thought about the GSW headquarters in the early 90s, and that is that the energy used in the construction of a building was roughly 14% of the total energy demand in terms of a generic office building over a 60-year life cycle. But actually, things have changed, obviously, particularly in Germany, and I'm sure in Austria, the regulations and the demands on architects and city planners and developers and investors and clients in terms of reducing the energy that is used in the running of the building has made significant leaps and bounds, as you can see on this graph. So the net result is that actually the construction, the relative proportion of the construction or energy involved in the construction has changed from 14%, you can see all these gaps in the pie chart, to actually some 25% of the total. So basically, we all know, but this means that one should really take care of reusing buildings whenever one can, so not to demolish them and reuse the energy that's actually embodied already in the building, not only the cultural, but the physical material energy. This is a project that we did in Munich where the client did actually request that we reuse the building. Often we go against the brief and
ask the client to keep the building and not to demolish it. In this case, they deliberately did want the building to be reused. It was amazingly ugly with huge concrete staircases projecting on the ring in Munich in the northeast. And we devised a way, the client needed one extra floor, and we devised a way to make a replacement facade that obviously dealt with the energy requirements of the building in a more efficient way, to do a sort of shrink wrap, if you like, around the building to conceal these staircases. So here you see it in a diagram. We punched lots of holes. Punch, that sounds easy, but obviously drilled through the concrete. Lots of holes because it was 18 meters deep, which in 1984 was what Siemens had wanted for their building. But anyway, basically obviously bringing light through the building. And this is the colored dress we put around the facade. And on the inside, what we quite enjoyed is the fact that you could see the way the building had been constructed in terms of in situ concrete and prefabricated concrete with these voids that we made. What was incredible was the statistic that we got from the engineers that as well as saving 1 year of construction time and about £6 million for the client, that the fact of reusing this building, the embodied energy that was saved, amounted to about the equivalent of 34 years of heating of the same building. But of course, that isn't monetized yet, so there isn't a tax on carbon. So it's somehow one has to believe in this, and it will become the way to do things. So the fire and police station in Berlin is also an addition, extension and renovation of an existing building that was built as part of a goods yard in Berlin in the end of the 19th century. And here you can see the only fragment that remained after the bombings of the war was this piece, and the competition was for a combined police and fire station. So we love and respect the old building, but we very much enjoy the contrast of putting something totally different against it, in this case a colored glassy body, which is economically using the single-sided corridor again, so that you use that and you get rooms on either side, on the first floor, on the second floor, you can see here in section. And it was at a time when the police were colored green in Berlin or Germany, and the fire station obviously has the symbolic color of red. This is a project in center of Berlin where we we're working with a client who had bought a school that was constructed in the DDR times. In fact, it was a present from Rostock on the occasion of the 750th birthday of Berlin. And the building itself was quite ugly. And it's on Torstrasse, so in fact it was a group of buildings around a courtyard, a great courtyard, great place for kids to play, but the fabric of the building was something we needed to learn to love. Love it we did, love it we do. And in terms of the extension that the client wanted, we put either one floor or two floors of timber construction, of prefabricated timber, because it needed to be very easy to construct and to put on, so that the school schedule would not be disrupted. And we clad the whole thing in copper because we wanted to work with the material that we loved, the existing school. So here you see just the timber frames being raised in and the view of the aula to the rear and to the front. And here you see why we chose copper, because we enjoy the working of the materiality, the color and the material of the copper with these sort of brick slips and the sort of classicistic pilasters of the Plattenbau of the school. So actually, having first taken quite some time to get to love this fabric, I really do love it, particularly the combination of the two, in that it's a sort of declaration of how to move forward in architecture and urbanism.
This is a site where we were yesterday. We just had the topping out. It's a building that was built in the 70s for a telecom tower in Constance for their offices. And a Dutch client bought the property and wanted to convert it to residences, which is what we're doing at the moment. So this is when the whole building was entkernt as much as possible, obviously keeping the structure, and we're adding balconies on every level on each side, on east and west. And this is, it's a bit further than that today, but it's certainly not finished. So there's a change of use as well as the idea of keeping the structure. And in terms of materials and components, some of this overlaps with what I've been talking about, but of course using earth or bamboo or materials that are coming from nature or timber is obviously a way to go with low embodied energy. This is the church that I mentioned to a few of you students who are here earlier in Cologne, where we had originally won the competition with a concrete church and the client needed something much cheaper, so we redesigned it in timber. We enjoy the fact in terms of Städtebau that the church is really becoming like a person, like a wesen, like a being in this ring of trees that was built on a raised lawn that had been created from the rubble from the war. And somehow this becomes an outside room for the community with a campanile that we built and a garden. And it all links to the existing Friedhof here, or a new columbarium that's been planned with a small timber chapel that we built. Here you can see the idea was a lot of timber frames that you can see here on the long section or in plan. You can see, and here you can see the way we cranked the plan to bring the entrance of the church into the ring of trees, almost as if the timber building was a tree itself. But it's very, very simple. There's just one concrete floor. Everything else is timber. There's no cladding. What you have on the inside is the timber frames at about 70 centimeter spacing, a space that's roughly 10 by 11 meters with, it's a Protestant church, Evangelisch, so there are lots of extra rooms. There's even a kitchen. And this is the music room, and the church can extend to the side. So it is obviously, these are the altar furniture that came from another church with the organ behind. And in fact, it's very moving to, oh, this is just explaining the source of light, that we have light coming in front of the altar screen, and we have light coming in the ring of trees, almost like a rose window in a Gothic church. That's just the two sources, everything else is timber. And then somehow quite moving when we visit it, because the church really is used by the community in many different ways, for parties, for festivals, for groups, for talks, for yoga even, and or music, and they somehow really is a community center as well as a religious space. In Hamburg, we designed a student housing of prefab units. It was, I think, 273 units. So they were made by an Austrian company who set up a fabric factory in Berlin. And these units were delivered just in time on top of a concrete table. And obviously concrete staircases for escape. But in this case, the task for us was to find a way, obviously, to design the interior of the room. And this is much bigger than my student room I had, where I had to decide whether I wanted to draw or sleep. Here you get the bed and the kitchen and the bathroom. It was complete luxury. But for us, the real task as architects is how to design a face for this building, how to design the facade, how to work with timber in a way that shows the repetition, that enjoys the repetition, that enjoys showing that it's a place for students, and at the same time brings timber to life and accepts the weathering and the aging of the timber. Here's some examples of American prefab on the right from the exhibition that was curated in MoMA. What was it called again? Home Delivery.
or these fantastic examples of modular buildings. The building on the top left, as you know, has sadly recently been demolished, another project by Zvi Hecker. In Berlin, this is a project completed recently, also modular, delivered from the factory to the site, 7 a day. In this case, we clad the building not in timber, but in recycled aluminium and glass. We wanted to bring color into the projects. It is in rather a gray area of Regierungsgebäude. This is an interior, obviously, where two single offices are joined into one larger unit, but obviously we're working as well on the interior spaces of these buildings. And what is fairly obvious, I think, although Matthias has spoken on relatively technical aspects of building and designing, is that we are very interested in producing an extremely sensuous environment, because that's how we all perceive through our senses, Matthias mentioned. I've only got about 3 slides on this building. One could spend 2 lectures on it, the museum in Munich, where, in fact, nobody really knows, but there are technical aspects, for example, where the building is recovering waste heat from the ground that is coming from the Museum der Moderne next door, and using it to stabilize the temperature in the rooms for the art, so it has a, even if the whole systems fail, the temperature will remain for about 7 days. But our main anliegen, let's say, in this building, apart from providing fantastic spaces for the art and for the collection and for the storage, was really, and how would it fit in the city? How can you make the building work? And as you see, the model is here. and we divided the volume into 3 volumes optically, because it was a very large building in the city. And we did this, obviously, through color. I won't go into more detail on it, because we spoke earlier with the students. There's one other technical aspect is the way to bring light into the rooms, particularly unilaterally, is we're bringing the light energy, if you like, if we're talking about energy. The zenith light is the best quality light. It bends through, it is refracted through a glass at 45 degrees, and then it's coming through a very soft fabric ceiling to light the rooms on the ground floor, which tend to, there's only one room which goes through the 18 meters of the plan, but they usually just have one side to the exterior. So we had to devise a way to bring light evenly into the room, which is obviously much easier at the top of the building. You have to work out how to keep the light out. Here's the timber floor that Matthias mentioned, to do with the domestic nature of the collection. And on the outside here, you can see this 45 degree glass, which has little prisms in it, which lengthen the light right to the inside at right angles. or the room at the top, where there's the Cy Twombly Lepanto cycle. This is a building in Paris where we were involved with part of a re-urbanization of a former Renault factory. There's a bridge. This is where the brothers Renault invented their version of the car engine. And in fact, the building that we placed here on this îlot, this island, we wanted to have a very slight curve on the facade here. But for anyone who's worked in Paris, that's absolutely impossible. They have a completely strict rule in terms of le gabarit, or the envelope. And they don't just have a maximum envelope. They also say you have to build along in a straight line. You can't do a curve within it. So we worked out a way to try and achieve a curve optically. You're approaching the building across the bridge and you see it head on, and we have horizontal bands of glass that change from dark red to pale pink, so optically the building is receding in the middle, and at the same time you're forced along a diagonal because of the original objet trouvé in the park, in the new park of the Renault Brothers building. So you're approaching the building from this strong corner where we have a series of brise soleils in a series of blues and grays. This is a four-dimensional drawing, so it has the aspect of time in it, of how one could imagine to approach the building from that southwest corner. And here it is on the site.
Another building where we were involved very much with the sensuality of the skin is in Sheffield. Here, a soft model is actually there, is being worn by somebody in our office. And the building is clad in stainless steel that you can perhaps imagine on this soft model. It had the peculiarity of being positioned right against a very busy road, so we needed to protect the windows from noise coming in, the windows for the professors. It's a university building, but mostly professors' offices. So this part of the site is dealing with a lot of noise. This part of the site is protected. Here it's easier. And what we did was, these are stainless steel bands. Sheffield is the city of stainless steel. And we perforated the lower part of the bands so that you could have air come into a cavity. The air would then go into the space between an outer window and an inner window, and then it would go into the room and come out sideways at the top, because the warmer air is higher, into these ribbons, if you like. The air would come sideways and then travel up, and you get the ribbons are in fact virtual chimneys. But we wanted to find a way to turn a note into a tugend, or somehow work with the disadvantage of noise, and so we created an aesthetic of ribbons and stainless steel to give the whole building a kind of lightness as well as identity in terms of the three faculties in the three wings. And we enjoy the different reflectivity of the glass and of the colored glass and of the slightly pearl stainless steel. Similarly, in Berlin, we're working with reflectivity rather than color at all, which is a Baugruppen project where there's four floors that are divided into many different types of apartments or studios. And in fact, the whole building is conceived so that you can change something in the future. So the structure is only on the perimeter, and so the bathroom shafts are only on the perimeter. There are no columns in the middle, and you can really divide it how you like. There's a staircase and lifts going through the center, and a row of balconies on the southern side, which are very community-oriented. So here you can see this is where you access your flats, or your atelier would be along the balconies. And it was deliberately we used the stainless steel deliberately in a sort of bent way so that it would reflect the surrounding buildings, which are sort of Prussian military brickwork buildings. And here's one of those balconies with somebody sitting there. Which leads to the last few slides. So Matthias began his slide with the Corbusier Esprit de Pavillon d'Esprit Moderne, and here we have Aalto, already obviously second generation modernism, or Dimitri Piccionis, who was working with the sort of as found stones, creating the walkways around the Acropolis, or a bowl that has been mended and gold has been put into the joints, making, let's say, an aesthetic act, both in the making and in the enjoyment of the object, of something that needed to be repaired. This building needed to be repaired, which is our office building, and in fact it had a temporary roof put on in the war, which we then turned into an extra floor, added an extra floor and lots of roof lights. But somehow we were keen to find an aesthetic that united both parts of the building. Or here, this is the staircase of that Munich building that has the colored coat around it, where I said that the ugly staircase is on the inside. They're rather beautiful, actually, and we bush hammered the concrete so that you see the old material. Or the Brandhorst Museum, of course, you have the very sensuous, corporeal perception of these glazed ceramic sticks as they run together when you look anamorphically along the building. You saw this slide or part of it earlier in the Dessau Umweltbundesamt, where we were very
yeah, deliberately trying to create a beautiful space that was inspiring for 800 workers to work in an Amt, which is unusual in Germany, I suppose, to try and make an Amt an imaginative space. But apparently, during all the planning of this building, the client representatives were imagining that all the colleagues would want to have their offices on the outside of the building, looking out into Dessau. Apparently, they were all much more keen when they saw the building and moved in to sit on the inside and be part of the forum where we obviously put bridges for circulation, so really to keep it as a lively space. Anyway, somehow a care for the workplace. Or this is a shot of the Mestre building of the museum, where there's an old courtyard with the cortile. The big courtyard is on the right that we roofed over. This is the lifts for this building, and there you can see part of our new building behind. But Matthias and I really love this slide because it's a kind of almost by chance Zusammenkommen of different elements, and it somehow we ask ourselves, what is the new aesthetic of the Bauwende? How can we be positive about what's our way for the future? And here is more or less the points that Matthias made, mostly in his part of the talk, which is inhabiting the infrastructure, mediation of scales, enjoying the creation of locations and social opportunity, microclimates, design for change, vocabulary that respond to climate, use renewable energies, make use of what you find, think in terms of material cycles. But actually for us, the last line is almost the more important, which is respect and stimulate the sensuality of the city, treat it as an interior. And I'll just end on this slide. You know where it is, in the Lackner School, which Matthias and I find really touching today. So it's really inspiring to see and have this great talk by Arno this morning, and to see the work of previous generations and to try and be inspired by them and work out how we are all together moving into the future. And that's the end of the talk. Thank you.